Wie war das nochmal? Die Kamera liebt dich. Die Kamera liebt dich. Warum glaubst du, dass du sterben wirst? Ist wie bei Mamas Tod. Ich habe die Bilder einfach so gesehen. Dann ist es passiert. Nina und Michael haben für den Film Schauspieler gesucht. Und ich habe mich beworben und hatte ein Casting und mit auch mehreren Vätern, weil ich denke, wichtig war, dass, weil es ja eine Vater-Sohn-Geschichte ist, neben der kriminellen Geschichte, dass der Vater und der Sohn auch privat und beruflich gut harmonisieren. Und ja, und dann hatte ich das Casting und dann haben sie gesagt, du spielst den Sohn, da habe ich mich sehr gefreut. Ich war mit dem Auto, als meine Mutter den Unfall hat. Ich weiß noch genau, wie sie die Kontrolle verloren hat. Als wie der Baum vom Zug rauskam. Überall war Blut. Ich versuchte sie da rauszuziehen, aber es ging nicht. Wir haben angefangen Ende August 2008, also 3,5 Jahre. Wir haben bis 2009 Januar, glaube ich, gedreht. Genau, weiß ich noch, da bin ich. Da haben wir nämlich den Sommer, mussten wir Sommer darstellen und ich bin in St. Georg mit einem T-Shirt bei 0 Grad rumgelaufen. Wir haben die Bäume, ich glaube, sie haben die Bäume auch nicht gefilmt, weil das wäre ein bisschen komisch gewesen zu sehen, dass keine Blätter mehr dran waren. Aber es hat irgendwo geklappt, weil es ja schwarz-weiß, kann man wohl einiges machen. Als ich 18 war, bin ich auch zur Unfallstelle gefahren. Von irgendwoher habe ich ihre Stimme gehört. Und immer wenn ich das Gefühl hatte, gleich verstehe ich, was sie mir sagen will, kam irgendein Geräusch oder Autos oder Leute. Irgendwann war sie ganz weg. Als Schauspieler weiß man ja nicht, was daraus wird. Also ich habe auch Erfahrungen gemacht, dass man wirklich Projekte gemacht hat und dann ist nichts daraus geworden, weil die Filmemacher sich verkracht haben oder weil auf einmal eine Finanzierung nicht geklappt hat oder so. Und die ersten beiden Jahre, ich glaube 2009, 2010, ich hatte mit Michael und Nino in Kontakt, aber das war mir so sporadisch und ja, schlafende Hunde und auf einmal zack, Filmfest Hamburg 2010, tolle Premiere. Und ich gucke mir den Film durchaus manchmal noch an. Einfach so. Und ich natürlich gucke ich jetzt anders auf, weil man sich ja selber sieht. Ne? Man denkt so, okay. Also da ich durchaus auch ein kritischer Mensch bin, beurteile ich mein Spiel natürlich auch. Und ich würde heute sagen, 2012 im Mai, dass ich darstellerisch manchmal Sachen anders gemacht hätte. Aber das ist okay, das ist halt die Entwicklung, die man tut. Halt, ne? Ich warte ja immer noch auf den Preis für die beste Frisur, ne? Aber leider hat kein Filmfest diese Kategorie drin und deswegen werde ich hoffentlich trotzdem mal einen anderen Preis gehen. Nein, ich freue mich natürlich sehr, dass der gerade wirklich, gerade in den USA so gut läuft und
ja, also manchmal, ich erzähle es Freunden und die sagen, ach echt, also nicht qualitativ, weil die den schlecht finden, sondern weil es halt ein Schwarz-Weiß-Film ist und halt nicht synchronisiert wurde, sondern mit Untertitel läuft. Ne? Und der läuft in den USA und läuft gut, ja. Und dann wundert man sich natürlich schon und denkt so, echt, okay, God bless America. Genau, sowas in die Richtung. Wie war das nochmal? Die Kamera liebt dich.